Hallo Welt, hier ist wieder Dormus aus MagicBlocks.de mit einem Unboxing von einem Hauptset 2019 Bundle. Wir machen gleich so ein Bundle komplett auf, machen alle Booster auf, schauen, was drin ist im Bundle. Insofern hoffe ich, ihr bleibt dabei und habt Spaß am Video. So, da ist es, Core Set 2019. Gibt's nur auf Englisch. Ich höre jetzt auch langsam auf, Fatpack dazu zu sagen. Inzwischen heißen Dinge so lange Bundles, dass man den Namen Fatpack vergessen haben sollte. Wir machen es auf. 10 Booster sind drin. Alles mit diesem 25er, dieses Jahr zum Geburtstag versehen. Es ist nichts Überraschendes. Also es ist ein klassisches Bundle, zumindest soweit ich weiß. Aber lassen wir uns überraschen beim Auspacken. Gibt natürlich auch Dinge, die ich verpasse und erst beim Auspacken merke. Wie gesagt, bleibt dran, alle 10 Booster werden aufgemacht. So. Player's Guide. Wie immer die Charaktere, was halt so dabei ist. Die Elder Dragons, Nicol Bolas. Was da dazugehört, ne? Dann so ein paar Karten. Die komplette Kartengalerie ist auch noch drin. Und sogar die Extra-Karten sehe ich gerade. Zum Beispiel die Bayer Box-Promo. Gelocht für die Sammler. Dann diese Box. Inzwischen habe ich ein, zwei Dinge drin. Ich schleppe darin zum Beispiel meine Würfel mit und meine Blöcke und meine Stifte zum Craften und sowas. Die Banderole außenrum kann man sehr wahrscheinlich wieder öffnen. Man sieht es schon. Man ahnt schon, was einem da blüht. Ja. Also Klebezeugs. Weg damit. Und wenig überraschend. Bolas. Der ein bisschen Ähnlichkeit mit Squee hat. Ansonsten seht ihr hier auch noch mal ein bisschen, was drauf ist. Was drin ist. Die 10 Booster, die Box, 80 Karten, Spindown, Player's Guide. Dinge, die ich euch gezeigt habe. Hier ist die Box, diesmal sehr schlicht gehalten, kein großes Artwork drauf. Also sehr neutral, gefällt mir. Also wirklich das Magic-Logo. Neutrale, coole Box. Und die sind ja immer sehr stabil. Es ist echt harte Pappe. Da könnt ihr auch ein paar Karten reinpacken. So, Spindown-Würfel. Das ist, glaube ich, für keinen eine Neuerung. Das ist der restliche Inhalt. Hier ist noch eine Kartenbox. Wenn ihr das zum Beispiel auf zwei Decks trennen wollt oder so weiter. Also, soweit ich das jetzt überblicke, alles beim Alten. Und ist gut, weil das Produkt ist ja kein schlechtes. Die Regel der Referenzkarte, in dem Fall jetzt auf Englisch, wie gesagt, gibt es nur auf Englisch. Basic Landset, die Dinger bringe ich immer zu meinem lokalen Game Store und stopfe sie in die Draft Station, weil kann. Dort werden sie immer gebraucht. Und dann Booster, 10 Stück. 2, 4, 6, 8, 10, nicht gelogen. Und die machen wir jetzt einfach der Reihe nach auf. Ich habe inzwischen ein bisschen mit Magic 2019 gespielt. Das heißt, ich habe zu der einen oder anderen Karte vermutlich auch eine Meinung. Wie gesagt, alles Englisch. Und lassen ihn mal ein bisschen fokussieren. Will er nicht. Dann helfen wir ihm halt nach beim Fokussieren. Viel besser. Über die Commons fliege ich mal so ein bisschen drüber. Das heißt, irgendwas sticht mir ins Auge. Giant Spider, Dreadmaw, wie immer. Gibt es eine Edition? Marauders X. Drillmaster, Shock, Dragon Egg, Departed Deckhand, ziemlich gut ankommen, mega nervig, unblockable, Herald of the Faith, noch eine sehr gute ankommen, 4-3 Flieger, 3 Toughness ist vielleicht hier und da mal ein bisschen störend, weil es nach unten tauscht mit, gegen den 3-2er Flieger, gegen den Lightning Strike, grundsätzlich trotzdem eine sehr gute Kreatur. Und One with the Machine, das ist eher so eine Story-Karte als eine Playable-Karte. Aber vielleicht kommt ja irgendwas sehr Relevantes. Ein Doppelland ist drin. Ich sehe gerade, die Kamera flackert ein bisschen. Da müsst ihr jetzt leider durch. Ich habe keine Ahnung, was sie heute hat. Cancel. Minotaur. Anticipate ist zurück.
So, jetzt bewegt sich es wieder. Ich mache mal die Musik aus nebenbei. Vielleicht hat das noch einen Einfluss. Bristling Ball. Boxstomper. Ja, wir wollten ein bisschen schneller über die Commons. Die Axt und Drillmaster hat man gerade schon. Ne? Rise from the Grave als Uncommon, auch ein Reprint von früher. Gute Karte. Die Mill-Karte, Psycho Corrosion. Ich bin leider ein zu großer Freund von Mill. Noch ein Departed Deckhand. Und Runic Armorsaw. Auch der 2,5 ist ziemlich fett. Also den kann man, glaube ich, auch im Constructed durchaus aus Sideboard sehen. Weil aktivierte Fähigkeiten, Scarab Gods und sowas. Karten ziehen rockt. Oh, voll Death Baron. Cool. Zombies ist ein Ding. Insofern mit dem Thema Zombies sind wir noch nicht durch. Zumindest bis zur Rotation sind Zombies durchaus ein spielbares Deck. Und da ist so ein Death Baron natürlich richtig gut. Der Death Baron macht übrigens auch den, oh Gott, wie heißt er denn? Das schwarze Skelett, was einen Schaden verschießt, natürlich ziemlich gut, weil dann ist es Removal. Sea Serpent auf jeden Fall nur beim Gegner bis jetzt gesehen. Lava Axe noch nie gespielt. Hired Blade. Essence Scatter. Trailing Spores als Removal. God, Dreadmaw in every pack. Psychic Corrosion. Vampire Sovereign. Der andere 5-Mana-Flieger, der hat jetzt 4 Toughness und draint auch noch für 3. Also so Siege Rhino-mäßig. Fliegt auch für 3, 4. Also richtig gut ankommen. Enigma Drake und Ayanis Last Stand. Wenn eine Kreatur oder ein Planeswalker von euch sterben, dann könnt ihr das hier opfern und bekommt einen 4/4-Fliegerengel. Und wenn ihr das discarden müsst und eine Ebene habt, dann genauso. Also ist quasi ein 4/4-Flieger für 4. Wenn ihr Glück habt, habt ihr vorher noch den Enchantress-Kollegen in Satyr und könnt noch eine Karte ziehen, während ihr das zieht. Weil ihr Enchantment-lastig seid. Wird nicht der Normalfall in der Edition sein. Rustwing Falcon. Der Motivator. Fog-Effekte müssen sein. Electrify als Reprint, als Removal. Snapping Drake, das ist eben jener besagte 3-2-Flieger, der mit dem weißen Engel nach oben tauscht. Gearsmith Guardian im richtigen Deck. 5-5 Kreatur für 5. Also gut. Wolle Veteran hat mich bis jetzt immer ziemlich gut überzeugt, ist immer relevant, selbst wenn er nur einen Schaden pinkt. Gerne in roten Decks pinkt er halt auch zwei oder drei und dann wird es halt richtig stark. Lightning Strike, gleich die nächste starke rote Ankommen in dem Booster. Regal Bloodlord, auch der sehr gut. Keycard für das Life Gain Draft Deck. Und Supreme Phantom, noch einen Lord, zweiter Lord schon. Timbergorge. So. Ich könnte ja natürlich auch einfach mal clever sein und die ganzen Rares mal hinlegen. Dann kann man am Schluss auch was, worüber wir uns nochmal unterhalten können. Foils mal extra. Und eine müssen noch irgendwo sein. One with the Machines. Ein Booster noch, dann haben wir Halbzeit. Na komm. Wie gesagt, alles Englisch fühlt sich alles ein bisschen anders auch an. Revitalisieren. Chill. Das Element. Two-Headed Zombie. Der Mini-Rancor. Wall of Mist zum im Weg rumstehen. Rapid Bite als Removal. Der gute Manalith. Endurance. Lightning Mare. Blood Divination. Das ist die zweite Ankommen. Zieht Karten. Colossal Majesty, auch das zieht Karten. Also Card Draw findet sich. Ja, und Najani. Der zieht so halb eine Karte. Für minus 2 bringt er nämlich eine Kreatur aufs Spielfeld zurück. Auch die erste Fähigkeit sehr gut. Ja, und wenn ihr mal das Emblem habt, dann hat der Gegner auch ein Problem. Also coole Karte, coole Mythic. Oh, die gibt es sogar in Foil. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es die auch in Foil gibt, aber macht eigentlich auch Sinn. Nee, eigentlich nicht. Ha, very interesting. Wir haben was Neues gelernt. Die sind ja eigentlich in einem extra Slot, die Doppelländer mit dem, doch mit dem normalen Land. Aber normales Land ist auch noch dran. Also vorher zu setzen, immer eine Kamen ist, habe ich jetzt noch nicht auf dem Schirm gehabt, aber macht eigentlich dann doch wieder Sinn, wenn ich drüber nachdenke. Ja, dann auch zur zweiten Hälfte. Bisher kann sich das Bundle ja durchaus sehen lassen.
Omen Speaker. Schöne Draft kommen. Mal schauen, ob er es ins Constructed schafft. Lava X. Spiral Charge. So als Overrun-Effekt. Der Walzer ist zurück. 3-3 Vanillas. Der Apparatus. Das ist so eine Karte, die nicht unbedingt hätte sein müssen. Ankommen. Hexproof Guys. Es gibt genug Enchantments da drauf, die das nervig machen. Insbesondere das Blaue zum Beispiel, was unblockable macht. Also, naja. Bin ich kein Riesenfreund von. Heroic Reinforcements. Bin ja ein Freund, der auch mal gerne mal ein rot-weißes Boros-Deck spielt. Hat sich aber bis jetzt noch nicht ergeben. Heromancer's Cage. So ein Oblivion Ring-Effekt. Auch sehr schön. Und ein Goreclaw. Schöne Build-Around-Karte. Kann man gut in diverse Commander-Decks stopfen. Me like. Nochmal die zweite Reihe auf. Hier schaut mal, Ayanis Last Stand und Ayani. Wie gut ist das eigentlich, hm? So, jetzt, Hitler. Ordnung muss sein. Disperse. Pack Beast. Plummet, Sideboard-Karte. Strangling Spores als Removal, die Axt. Schock, natürlich eine sehr gute Karte. Totally Lost, so der teurere Bounce. Make a Stand, da auch noch nicht gespielt, aber man wird vermutlich nun wieder dagegen einfach verlieren. Nightmares First ist besser, als ich erst gedacht habe. Fell Spectre. Und Phylactery Lick. So wird es, glaube ich, auf Englisch ausgesprochen. Es ist ein Reprint, der Lich war schon mal in. Ich habe auch Corset. Ich glaube auch in einem Corset, aber ich krieg's nicht mehr beisammen in welchem. Divination. Schönen Gruß an Matze. Goblin Instigator, baut zwei Bodies. Priest. Tail and White. Electrify. Ein Bär und Schwarz. Der Angel of Dawn, einer der richtig starken Commons. Sehr relevant, was der alles macht. Der Salvager. Das ist das Fling in Sorcery Speed. Diamond Mare. Steht super im Weg rum, ist was für die kontrolligen Decks. Search Mare, das nächste Pferd. Sorry, Jan, aber kein Booster Opening ohne Patient Rebuilding. Das ist, glaube ich, das dritte oder so, was ich sehe. Immerhin, man muss es positiv sehen, es ist kein Event, in dem ich es habe. Ich muss mich also nicht schlecht fühlen, weil ich gegen meinen Gegner gewinne. Die Karte sorgt leider ein bisschen dafür, dass ich mich hier immer schlecht fühle. Scholar, gefällt mir bisher die Karte. Tormenting Voice, klar. Alles Karten, die man kennt. Den Rejuvenator, Child of Night, nicht so richtig gut in dem Format. Außer im Live-Game-Deck. Pyromancer, Salvager of Secrets. Jetzt haben wir also ziemlich alles schon mal gehabt. Bogart Brute ist noch eine Karte, die wir nicht hatten. Auch ein Reprint aus Origins. Sehr effektive rote Kreatur. Blanchwood Armor, da haben wir gleich das erste, was man auf das Pferd stopfen kann, was es dumm macht. Suspicious Bookcase. Wenn man das Pferd vielleicht nochmal unblockbar machen möchte, weil das hätte ja nicht Shroud haben können. Militia Bugler. Und ein Mentor of the Meek. Auch das ein Reprint. Coole Karte. Hat eigentlich schon einige Reprints, glaube ich, inzwischen gesehen, der Mentor. Letzte Booster. Dwindle. Blaues Removal. Fire Elemental. Linebreaker. Da sehe ich nochmal ein paar neue Commons. Mindrot. Immer noch nicht gut. Luminous Bonds. Eine sehr gute Common. Even Wind Mage. Der Stack ist auch sehr gut. Dann haben wir das rote Pferd. Den Bounce-Kollegen. Manowar, sehr schön. Siegebreaker Giant, also jetzt mal wieder gute Uncommons, auch der sehr gut. Und ein Palladia Moss the Rune. Hat so lange Hexproof, bis sie das erste Mal Schaden verteilt hat. Also vermutlich genauso lange, wie man es braucht. Flying Vigilance Trample. Ja. Und ein Voll Shock noch dazu. Und ein Boneyard.
Und damit haben wir es geschafft. Das war das Bundle. Ihr habt gesehen, was alles drin ist. Ihr habt gesehen, was in den Boostern drin ist. Gar nicht mal so unlucky. Zwei Mythics, eine coole Foil Rare, eine gute Foil Common. Und auch hier so ein, zwei Karten wie so ein Phantom und so ein Goreclaw, mit dem man noch einigen Unsinn einstellen kann. Das war das Bundle. Wie gesagt, wenn ihr ein Bundle haben wollt, gibt es noch im lokalen Store. Gerne auch online bei MTG Discount, meinem Unterstützer. Link findet ihr unter dem Video. Und wie gesagt, in die Kommentare mit allem, was ihr sagen wollt. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis bald.